Willkommen zu einer neuen Folge Hotel Renovator und ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich für all die lieben Kommentare. Dankeschön, es macht wirklich sehr viel Spaß, da immer reinzuschauen. Und da habe ich euch wieder was mitgebracht, denn in der letzten Folge habe ich mich mit den Abstufungen schwer getan. Und die liebe Carla hat es mir hier erklärt, wie viele von euch auch, deswegen Dankeschön. Was mit den Abstufungen gemeint ist, es gibt bei jeder Farbe unterschiedliche Töne. Bei Schwarz zum Beispiel, Graphite Black, dann einfach nur Black und andere. Bei Rot, Blood Red, Rose Red etc. Davon dann verschiedene auswählen und die Möbel zählen ja auch. Das heißt, wenn du nach dem Streichen zum Beispiel nur die Hälfte des Balkens voll hast, kommt der Rest noch durch die Möbel. Vielen, vielen Dank, da habe ich nämlich echt gestruggelt. Dann haben wir noch Dark Angel, hat sich voll die Mühe gegeben, also vielen, vielen Dank. Ich rate dir, mehr darauf zu achten, das Geld in den Zimmern mitzunehmen, wenn du noch längere Zeit zum Säubern in ein Zimmer gehst. Denn du hast im Zimmer der Influencerin auf dem Tisch das Geld liegen lassen. Ups. Das Geld liegt aber nicht immer nur auf den Tischen, es kann auch einfach auf dem Boden liegen. Ein Tipp von mir für die lästigen Spinnweben wäre, dass du die Wände absuchst, indem du mit dunkler Wandfarbe alle Wände anschaust. Also natürlich nicht einfärben, nur so tun. Denn die Spinnennetze sind dafür verantwortlich, dass die Sicht mit dem Staub in der Luft eingeschränkt ist, was dich auf diese Art auf die Netze aufmerksam macht. Ah. Als letzten ausführlichen Tipp, der ebenfalls wichtig ist, wäre, dass du bei den neuen Zimmern, die du renovieren musst, immer erst alles gründlich absuchst, bevor du mit dem Hammer oder später dem Dynamit alles kaputt machst. Wie auch schon erwähnt, gibt es Deko wie zum Beispiel einige Bilder, die du verkaufen kannst. Und wenn es nicht viel wirkt, könnten diese Gelder später fehlen, wie du bereits feststellen musstest. Denn in der dritten Etage sind die Suiten und die Terrassen sehr groß, wo du das Geld dringend benötigen wirst. Im Büro hinter der Rezeption hing auch ein Bild zum Verkaufen, soweit ich mich erinnere. Schaue bei Gelegenheit einfach mal nach. Um ohne Bedenken alles zerstören zu können, ohne das vorige Absuchen zu vergessen, könntest du nach dem Freischalten einer Etage zu Anfang komplett alle Zimmer absuchen. Denn so zerstörst du in der Hektik des Hotelalltags nicht versehentlich wertvolle Dinge. In jedem Fall wünsche ich dir nur das Beste und dass du dich wieder gut erholst. Ich finde es persönlich nicht schlimm, wenn du vor dem Husten den Ton rechtzeitig nicht muten kannst, denn es ist schließlich ganz normal. Auch das ist süß. Denn es ist schließlich ganz normal, wenn man krank ist. Denn es ist auch nicht selbstverständlich, dass du trotzdem noch Videos aufnimmst oder streamst, meiner Meinung nach. Also jeder, der damit ein Problem hat, sollte einfach woanders zuschauen. Alle deine Videos zu diesem Game habe ich nur hintereinander angesehen. Ich finde dich nämlich sehr sympathisch und schaue bereits schon lange deine Videos sehr gut und wichtig fand ich auch, dass du die Geschichte mit der Frau, die trotzdem Rat ihres Arztes Sport gemacht hast, erzählt hast. Wenn du dadurch Menschen zum Umdenken bringen kannst, denen das gar nicht so bewusst war, ist das doch in jedem Fall eine gute Sache. Sorry übrigens, dass der Kommentar doch länger wurde. Sehen wir einfach als gebündelten Kommentar für die vorherigen Videos an. Vielen Dank, Dark Angel. Das sind einfach Kommentare, Leute. Aus dem Grund liebe ich meinen zweiten Kanal so. Es macht mir so unfassbar Spaß. Ihr seid so lieb, so süß. Und ich finde es einfach so schön zu wissen, dass Leute diese Videos gucken, einfach nebenbei laufen lassen oder einfach zum Abschalten und runterkommen. Vielen, vielen Dank. Das ist ultra cute. Deswegen Dankeschön. Das ist super süß. Das macht mich einfach happy. So, jetzt gehen wir rein. Und ich versuche immer wieder die Dinge, die ihr mir sagt, anzuwenden. Aber ihr seid ja sowieso ganz arg lieb und habt sehr viel Geduld mit mir. So, das ist meine... So, das Dach der Welt. Vorzimmer, Umkleidebereich, Terrasse. So. Okay, auf den dritten jetzt schon. Das Hotel ist ausgebucht. Wir sollten den Spa-Bereich... Hui. Spa-Bereich. Okay, das wird ja wild. Kann ich jetzt... Krass, ich kann sie den dritten schon... Glückwunsch, du hast einen weiteren Teil der Aufzugstafel repariert und eine weitere Etage freigeschaltet. Jetzt kann das Hotel wieder expandieren. Ich würde es trotzdem mal, wie ihr gesagt habt, in die verschiedenen Etagen gehen, um einfach mal das Geld einzusammeln, was da hoffentlich liegt. So. Okay. Hier muss man auch wieder säubern. Um... Interessanter Müll, den die Leute hier hinterlassen. So, okay, der ist jetzt cleaned. Sehr gut, das muss also kommen. Das heißt, man geht am besten immer mal alle Zimmer durch und schaut, dass hier auch alles schön sauber ist. Und es muss auch manchmal auf dem Boden liegen, also manchmal liegt es dann...
Oh, da liegt es ja zum Beispiel. Nice. Boah, 500, hey. Krass, das lohnt sich ja wirklich voll. Hier auch, das muss auch noch clean sein. So, wunderbar. Ich freue mich schon, wenn ich jemand habe, der das für mich putzt. So, wunderbar. Boah, hier sind echt viele Leute am Start. So, das habe ich ja gerade geputzt. Habe ich hier in der Etage nur so wenig Wohnung gemacht? Nee, ich habe doch viel mehr. So, hier auch. Boah, es ist alles schmutzig, sehr furchtbar. Wenn man das auch noch alles selber saugen muss. So, cleaned, aber kein Geld hinterlassen, oder? Schweine, undankbare. Ja gut, so ein dreckiges Zimmer. So, hier auch noch die. Da habe ich da Geld letztens liegen lassen. Auf dem Tisch, yay. Boah, her damit. Give me the money. So, da auch noch. Die hat es einfach irgendwo hingeschmissen, so. Hier, ich verdiene genug. Nimm, friss. Und wie viel in die Ecke geschmissen. Wie disrespectful ist denn das? Das ist richtig respektlos. Okay. Hier wette ich mit euch, das ist auch schmutzig. Das war so klar. So. Okay. Dann habe ich, glaube ich, alles. Nee, noch nicht. Hier auch noch. Boah, wie viel Zimmer ich eigentlich schon ready gemacht habe. So, das ist jetzt cleaned, aber eigentlich ist es gar nicht cleaned. Hier liegt auch Geld. Okay, dann gehen wir gleich hier rüber. Der Cleaning-Simulator. So. Hier auch noch ganz viel Dreck. Und hier 100 Pro auch noch. Oh, das ist alles verschwunden. Oh, da ist ein goldenes Ei. Hallo. Kommt denn das her? Okay, der Raum wurde jetzt aber irgendwie nicht cleaned, aber ich habe keine Ahnung, warum. So, wir gehen jetzt mal hoch. Irgendwie dieses Gebimmel macht mich ganz irre. In die 2. Da cleanen wir auch nochmal alles durch. Und dann machen wir unsere Dachterrasse. So. Ich nehme gleich mal den Staubi in die Hand. So. Boah, dauert das ewig. Der Aufzug muss aber auch nochmal neu gemacht werden, ey. 10 Jahre später. Hallo, ich habe gehört, dass in den Gewässern dieser Stadt ein legendärer Fisch lebt. Ich würde gerne für ein paar Tage in Ihrem Hotel übernachten, bis ich ihn gefangen habe. Ich stehe sehr früh auf. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Ich habe auch ein paar besondere Wünsche. Ja. Zelt hinzufügen, Schlafsack. Das mache ich gleich, weil die geben immer ganz gut Geld. Ah, die ist zu. Hä? Ist, glaube ich, noch alles sauber hier, oder? Okay, ich mache mal das kurz in Zimmer 103. Und dann gehe ich hoch zur Terrasse. Da freue ich mich schon sehr drauf. So. Erwartete tägliche Einnahmen. $5.260. Das schmeckt. Okay. Den Aufzug würde ich gerne auch verschönern. Kann man den verschönern, Leute? Ich würde echt gerne mal eure Zimmer sehen. Dass wir irgendwie... vielleicht gucke ich mal in der nächsten Folge, dass ihr mir irgendwie euer schönstes Zimmer mal zuschicken könnt. So, hier muss also ein Schlafsack hin. Ist wahrscheinlich alles unter Special, oder? Teppiche, hier, Besonderes. Ein Schlafsack und ein Zelt. Da war das Zelt. Warum, kein normales Bett? So, Schlafsack. Da. Okay, enjoy the party. Also wirklich. Ich glaube, dass man echt extrem weirde Kunden so teilweise hat. Und vor allem, glaube ich, am schlimmsten sind trotzdem noch die Arroganten, die meinen, nur weil sie Geld haben, sind sie was Besseres. So, Zimmerfunktion herstellen. Vorzimmer. Zimmerfunktion herstellen, Umkleidebereich, Sauna reparieren, Terrasse, Pool reparieren. Boah, da oben geht es, glaube ich, richtig ab. Okay, als allererstes schaue ich mal, ob hier irgendwo das goldene Ei ist. Ich habe ja gelernt von der Community. Von den Gnus. Da gibt es nur ganz wenig hier oben. Nee, doch gar nicht so wenig. Give me the egg. Die Bilder kann ich 100 pro alle verkaufen. Das ist das, was ihr meintet, ne? Boah, ist ganz schön riesig hier.
ganz schön riesig. Das sind wahrscheinlich alles die Suiten, von denen ihr gesprochen habt. Oh, schön. Wow. Toll. Das ist ja mega nice. Schön. Okay. Das Dach der Welt. Ich glaube aber, da muss ich... Sieht das geil aus. Wir sind in New York City. Da muss ich aber, glaube ich, hier lang. Ich glaube, hier die ist die Richtung, meinten die ja. Oh Gott. Zimmerfunktion. Okay, dann gucke ich erstmal, ob ich irgendwelche Sachen verkaufen kann. Müll, Müll, Müll. Ich glaube, hier draußen fast eher nicht. Aber geil. Sieht richtig cool aus. Nice. Ich will auch erstmal wieder Urlaub machen. Dieses Jahr steht es schon so ein bisschen fest. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viel. Außer alles mal zu zerstören. Boah. Bam! Bam! Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin immer so... Also ich benutze so Spa-Sachen in Hotels gar nicht. Also ich habe es einmal gemacht. Das war ganz cool in der Türkei. Aber sonst Spa und alles... Ist mir immer komplett wurscht, ob es es gibt, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Obwohl ich es immer schade finde, weil ich denke, eigentlich ist es ja da. Man zahlt es ja auch, man soll es auch nutzen. Aber irgendwie ist es nicht so meins. So. Weg damit. Ganz schön runtergekommen alles. Oh, es wird's dunkel. Bestimmt auch voll schön hier bei Nacht. Schaut mal, wie schön. Geil. Papataya, yippie, yippie, yay. So. Dann noch hier. Das muss auch noch alles raus. Den Pool reparieren. Das kostet bestimmt auch ein ordentlich Geld. Den muss ich auch erstmal... Hier ist ein... Ah, eine Banane. Ich habe mich gerade gefreut, dass hier ein Ei ist. Mensch. So. Und das auch alles weg. Ah, das kann ich reparieren. Für alle Gäste Anforderungen, Terrassenfunktionen her fertigstellen. Okay. Ich bin noch nicht so weit, aber ich putze jetzt erstmal. Mit meinem Staubsauger ins Wasser. Guten Morgen, mein Name ist Stephen Queen. Ich bin Schriftsteller. Ich arbeite an meinem neuesten Buch. Nee, sagen wir jetzt erstmal nein, weil er wollte letztes Mal schon. Und ich bin nicht ready dafür. So, erstmal alles saugen. Was ist damit? Muss es auch weggeschlagen werden? Also, wahrscheinlich kann ich hier noch gar nichts machen, weil ich jetzt hier erstmal alles wegsaugen muss. So, yeet. Yeet. Oh, da ist noch ein schmutziger Sack. So. Yeet. Ich yeete alles weg. So. Ich werde übrigens demnächst auch mal wieder in Disney Dreamlight Valley reinschauen. Da hat sich auch super viel getan, super viel Updates. Ich habe ja gesagt, dass ich wieder ein Comeback haben werde. Oh, das ist Ei, endlich. Dass ich wieder ein Comeback haben werde. Hui. Yay. Sobald das alles ready ist und mal ein paar neue Missionen gibt. Weil oftmals hat man dann Missionen gespielt und musste dann wieder 10 Jahre warten. Spielt ihr noch Disney Dreamlight Valley? Ich freue mich gerade übrigens sehr. Ihr kennt doch alle Road 96. Da kommt jetzt ein Sequel raus. Das spielen wir jetzt am Wochenende dann durch. Und es gibt ein neues Farming-Game im First-Person, also so ein cozy Farming-Game im First-Person-Modus. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich gespannt, was ihr sagt. So, njung. Njung. So, alles schön clean. Ey, diesen Staubsauger, ne? Wenn es den geben würde. Ich glaube, da würde man so viele Menschen im Raum verletzen. Füße hoch oder ab! So. Wo habe ich noch was vergessen? Ich will jetzt endlich den Pool reparieren. So, wo gibt es hier noch was? Hier noch? Komm, 99% da. So. Okay, Verkleidungsarbeiten, Terrasse. Oh, jetzt regnet's. Okay, da brauchen wir einen schönen Boden, Leute. Oh Gott, der Boden ist jetzt alles entscheidend. Also, Fußböden, Steinkacheln. Definitiv Steinkacheln. Irgendwas Schönes, was man nicht so viel putzen muss.
Irgendwas, was schön zum Pool passt, oder? Und irgendwas... Uiuiui, jetzt wird's wieder wild. Was gibt's denn da noch so? Ich bin eigentlich immer so der Freund von cleanen Sachen. Aber andererseits denke ich auch jedes Mal so, wenn das jetzt versaut und verkleckert, dann ist es eigentlich immer schön, wenn man es nicht so gut sehen kann. Aber Marmor ist schon edel. Marmor ist schon edel. Aber es müssten schon... Das finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht in so einem beigelichen Ton? Beigelich? Hell? Na? Noch so, das in beige fände ich ganz toll. Oder vielleicht sogar auch im... Nee. Ist zu übel. Ist halt jetzt, sieht halt hier echt nicht schön aus. Oder einfach sowas. Oder tatsächlich doch hier. Das fand ich ja eigentlich nicht schlecht. Aber in einer schöneren, angenehmeren Farbe, bitte. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Das brauche ich aber trotzdem mal schnell hell. Weil sonst sehe ich es nicht mehr. Ich spule mal vor. So. Ich spule mal vor, damit ich das besser sehe. Sorry, gerade nicht. Ich will jetzt nicht wieder hochrennen. So, und schon ist wieder hell. So. Ja. Ich glaube, ich nehme den Boden. Ich weiß nur noch nicht, welche Farbe. Den finde ich aber sehr schön. Ich glaube, ich nehme den. Ich finde den nicht schlecht. Ich glaube, ich finde den gar nicht schlecht. Und hier kann man dann noch irgendwas Pooliges machen, was in den Pool reinpasst, wenn man hier in den Pool latscht. Und alles andere macht man dann in dem Ton. Der gefällt mir. So. Und dann kann man ja hier gucken, dass man hier irgendwas anderes nimmt. Vielleicht sogar sowas? I just tried. So. Da fehlt aber noch Verkleidungsarbeiten. So, die sind jetzt gleich fertig, glaube ich. So. Okay, Terrasse. Einfaches Design. Das heißt, wir gehen jetzt in die Möbel. Unter dem Regenschirm-Symbol. Und was ist denn einfaches Design? Okay, lass mal gucken. Ist das hier einfaches Design? So, wo ist denn hier eine Bar oder irgendwas? Also eigentlich finde ich, sollten ja schon hier die Liegestühle auch hin. Also hier vielleicht so ein paar Chill-Lounge-Dinger. Wie viel wollen die da? Einfach nur so ein paar Sachen wollen die. Dass man hier einfach so ein paar Getränke bekommt. Das machen wir dann hier auch noch. Anna, hier ist ja eine Tür. Vielleicht noch hier an die Seite. So extra so schön tiefe Stühle, dass da kein Mensch mehr rauskommt, wenn er einmal drin sitzt und was kaufen muss. So, dann haben wir noch diese Liegen. So, haben wir da noch irgendwie schöne Farben, die hier zum Pool passen? Der Krieg der Liegen, ne? Wenn die Leute wieder frühere Liegen besetzen. Ey, wie oft hatten wir das Problem? Das war echt immer wieder faszinierend, dass die Leute das immer wieder machen. Und vor allem auch für so viele Menschen immer wieder. Zwei. Drei. So.
Haben wir hier noch irgendwie so tolle Tischchen, wo die Leute auch ihr Zeug draufstellen können? Sowas passt doch hier wunderbar hin. Und doch irgendwas mit Regenschirmchen fände ich eigentlich cool. Oder vielleicht sogar sowas. Und dann wieder diesen tollen Tisch in die Mitte. Der ist auch cool. Nein! So, den. Was haben wir noch so? Oh cool, da kannst du eine richtige Lounge machen. Das auf jeden Fall. Bademeister, Leute. Yay. Fühle ich. Fühle ich. Der wäre sofort weg, Leute. Okay, dann brauchen wir dekoratives Design. Gib mir dekoratives Design. Was haben wir hier? Schöne Pflanzen für draußen. Da muss was... Da muss was Tolles her, finde ich. Gibt es da auch was Größeres? Ich finde, für draußen müssen schon echt Riesenpflanzen hin. Sowas. Sowas Schönes, Riesiges. Yes. Was gibt es da noch so? Palmen. Palmen finde ich immer gut. So... Palmis, Leute. Es kann nicht genug Palmen geben. So. Hier auch noch. Und wir brauchen eigentlich noch Schirme. So. Bisschen übertrieben mit den Pflanzen. Sorry. Was haben wir hier noch so? Oh, hello. Krass. Okay, ja, auf jeden Fall. Das braucht jeder. Puh. Muss auch auf den Preis ein bisschen achten, ne, bevor ich wieder durchdrehe. Finde aber das gar nicht schlecht eigentlich. Ja, genau. Neben dem Bademeister so. Huldigt dem Bademeister. Zwar ein bisschen spießig, aber hey. Jetzt ganz schön viele von denen, ne? Machen wir hier auch nochmal eine hin. Wahrscheinlich kannst du da richtig geile Sachen machen mit den Säulen. Aber ich traue es mir irgendwie nicht zu. Ich bin nicht ready. Beim nächsten Windstoß ist die umgefallen. Die Säule. Ah, die kann man da auch reinstellen. Ja, dann ist es ja gar nicht schlecht. So. Und dann vielleicht noch irgendwas Dezentes. Kann man da dann auch was draufstellen? Bestimmt, oder? Kann ich da was draufstellen? Pflanzen? Ja, natürlich. Okay, dann gucken wir mal, ob es da noch irgendwas Cooles gibt, was man da draufstellen kann. Oder einfach Lichter. Wir brauchen ja noch Lichter. Gibt es denn da irgendwas Neues in Richtung Lichter? Damit die Gäste auch Stromschläge und Stromschlag kriegen? So, Lichter, ne? Ganz wichtig. Aber auch nur so wenig? Muss ja schon noch. Right. Terrace looks much better. And we can take care of the pool now. Oh ja! Der Pool! Wie kann ich den reparieren? Yes! My dream. And it's just how I imagined it. Oh, jetzt füllt er sich schon. Moment, ich bin doch noch gar nicht fertig hier, Leute. Geilo! Ich habe eine ungewöhnliche Beschwerde erhalten. Wenn ich recht verstehe, ist in einem der Zimmer etwas kaputt. Bitte geh, sieh dich um. Okay. Hey, jetzt schwimmt dieses ganze Zeug da oben. Okay. Geh in das Zimmer. Dämon der Zerstörung. 107. Okay, machen wir kurz und machen wir die Terrasse danach weiter.
100. So. Und da kann ich eigentlich wahrscheinlich auch direkt mal wieder durchputzen oder gucken, ob wieder Geld da ist, ne? Wie oft macht ihr das am Tag? Jeden Tag einmal? Ist das denn so? Ihr kleinen Control-Ladies. 107. Wait, was it the same hen we met when we arrived at the hotel? Ich hasse diese Henne einfach nur. Aber innen hat sie ein Ei hergefurzt. Diese Henne muss einfach nur eliminiert werden. That's it. Die hat 10.000 gebracht. So, mal gucken. Ich glaube, das reicht doch erst, wenn man das Geld ein bisschen mal anhäufen lässt, oder? Ich würde sagen, so wie vorhin, dass man einfach mal ein bisschen das Geld wachsen lässt. Die nächsten Gäste sind ja auch immer so ehrenvoll. Oh mein Gott, was ist mit dir passiert? Was zur Hölle? Wir haben einen Geist, es ist ein Shade. Was war denn mit der los? Oh oh, unser Hotel ist besessen, Leute. Ich wusste es. So, als nächstes brauchen wir auf der Terrasse Sauna reparieren. Wo ist denn die? Umkleidebereich. Ich weiß gar nicht, wo soll denn der? Ist das hier der? Ach, hier ist ihre. Oh, krass. Lass mal rein hier erstmal. Time for the sauna. First, you have to fix those showers and the changing room. Okay. Oh. Ja, ich habe meine erste Ding hier. So, okay, also hier ist die Sauna. Und hier ist der Changing Room, glaube ich. Okay. Ist hier irgendwas, was ich verkaufen kann? Okay, Leute, let's go. Let's get ready to rumble. Woo! Bang, bang, into your room. Ich war in Zürich. In so einem Spa-Bereich. Aber ich habe einfach gemerkt, so ein riesen Spa-Thermalzeugs. Einfach gemerkt, ich kann da nicht relaxen. Da liegen Leute wirklich ganz entspannt und relaxed und können abschalten. Ich kann nicht abschalten, wenn so viele Menschen um mich rum sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fühle mich da eher gestresst. Aber ich bin eh so ein Mensch. Also auch so Riesenfeste und Riesenveranstaltungen. Da kriege ich jedes Mal Schnappatmung. Da fühle ich mich echt ganz arg unwohl. Ich glaube, das Tuch hätte ich verkaufen können, oder? So. Bam. Wir müssen doch hier irgendwo auf der anderen Seite. Ist das hier keiner? Nee, ist was ganz anderes hier. Ist einfach nur der Eingang hierher. Hier habe ich doch eigentlich jetzt schon ganz gut alles zerstört. So. Muss ich hier den Boden auch zerstören, oder? Ja, tatsächlich. Okay, dann müssen wir das hier auch noch saugen. Und der Müll, und da ist ein Ei. Oh, hallo. Ey, kann ich auch so einen Huhn haben? Also, für wenn es sowas macht, dann ist es okay, wenn es auch mal ein paar Sachen zerstört. Also, wenn das so ist, dann... Okay, dann machen wir noch mal hier ein paar Sachen kaputt. So, dann sollte das hier nämlich auch passen. So, jung. Okay. Reinigung. So wenig erst? Ich habe hier doch voll viel gereinigt schon. Ah, jetzt. Okay, Verkleidungsarbeiten. Ist das hier die Dusche und hier der Changing Room gewesen, oder? Böden. Andere. Das will doch keiner. Ich würde sagen, wenn es ein Fände es ja nicht gar nicht schlecht, wenn es hier in dem Ton so weitergeht.
Vielleicht ein bisschen heller, weil es ja innen ist. Da kann man auch ein bisschen schöneren Ton nehmen. So ein bisschen beigelich oder sowas. Und die Dusche kann man eigentlich so machen. Aber ein bisschen coolere Farben. Sowas. Finde ich gar nicht schlecht. Und der Boden, das muss natürlich ein Holzboden sein hier. Würde ich mal sagen. Oder? Ist es Holz? Nee, ist es nicht. Ist ja eklig. Das ist dann definitiv auch sowas in die Richtung. Vielleicht sogar sowas. So. Dann brauchen wir Wände. Andere. Was ist denn andere? Das ist ja schrecklich. Wandverkleidung, Steinkacheln. Finde ich gar nicht schlecht, dass es die hier auch gibt. Gefällt mir. Aber die Decken muss ich noch machen. Dann gibt es ja sicherlich auch hierfür das Passende. Aber vielleicht machen wir hier trotzdem eine andere Farbe. Nee, ich würde es lieber doch genauso machen. So. Und hier habe ich noch gar nicht weggeholzt. Hol den Vorschlaghammer. Achso, das muss ich reparieren. Oh nein, was habe ich jetzt kaputt gemacht? Nein. Verdammt. So, nochmal schnell saugen. Also Staub saugen. Ne? Nein! Oh Gott. Pff. So. Okay, einfaches Design, Umkleidebereich. Einfaches Design. Einfaches Design. Einfaches Design steht halt dann für was? Ich würde einfach mal das sagen, weil das ist ja alles neu. Ist das einfaches Design? Vielleicht dunkles Holz wird hier, glaube ich, ganz cool aussehen. Und noch ein Kleiderschrank. Könnt ihr mir nochmal sagen, was einfaches Design bedeutet in dem Kontext hier? Ich mache das hier, wie gesagt, alles mal ein bisschen... Einer der Gäste hat seine Geldbörse verloren und braucht Hilfe, um sie zu suchen. Es geht um eine Summe Geld. Okay, mache ich gleich. Geh zur Lobby. Und dann einfach noch Schränke. So war es doch cool. In einer dunklen Farbe. Bam. Und dann noch ein bisschen was Kleineres. Sowas. So, Sanitär. Dusche. Brauchen wir zwei. Was gibt's denn da so? Gibt's da auch diese... Mann, das haben die hier gar nichts. So, einmal eins. Zwei. Ich hätte eher die öffentlichen da cooler gefunden, die sie da hatten. So, dann machen wir hier zwei. Und dann ein Schränkchen. Ich nehme jetzt extra, wie gesagt, die guten Sachen, dann kriegt man dafür auch mehr Geld. Schade, die coolen Sachen passen hier gar nicht mehr hin. Obwohl, das würde hier voll gut hinpassen. Das mache ich jetzt auch einfach. So, und dann will ich die gleiche Farbe wie oben. So ungefähr.
So, und dann brauchen wir noch ein Schränkchen, aber vielleicht ein kleineres. Sowas. Passt halt einfach null hin. Und dann noch Handtücher. Ganz wichtig. Handtücher. Wo sind Handtücher? So. Eins. Zwei. Auf jeden Fall noch zum Duschen. Und dann noch hier was. Da brauchen wir auch ganz viel Handtücher. Essentiell, Leute. Gar kein Klo hier. So. Seife. Für die Griffel. Eins. Zwei. So, dekoratives Design, Leute. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen Pflanzen. Aber hier passt halt leider keine mehr hin jetzt. Verdammt, ich hasse es. Vielleicht so eine schöne Stehpflanze hier noch so. Hoch. Ja, dann halt hier auf jeden Fall noch was. Das muss irgendwie hier... Das muss hier erfrischend wirken. Und hier noch eine hin. Und dann noch ein paar kleinere Pflanzen. Damit man richtig Lust hat, hier sich jetzt auszuziehen. nein, ja, sowas in die Richtung. Oh ja, schön. Sehr schön, genauso will ich das. So. Und es fehlen noch Spiegel, ganz wichtig. Wie konnte ich das nur vergessen? Spiegel. Was haben die denn hier so Neues? Haben wir da was Neues freigeschaltet? Ja. Ja. So, und dann noch Lampen. Machen wir einfach hier drüber. Das kann ich bestimmt verkaufen. Nee, wir brauchen erstmal noch funktionierende Decken. Ich glaube, die kann ich hier oben nicht anbringen. Das ist kinda cute. Was macht man denn da am besten für eine Farbe jetzt? Okay. Kann ich das jetzt reparieren? Yay, look at this. Schön. Nein, du arbeitest jetzt erstmal für mich. So, Zimmerfunktion, Vorzimmer. Ist das hier das Vorzimmer? Aber was ist denn das Vorzimmer? Das hier? Das ist Vorzimmer, oh Gott. Oh Gott, das muss ich alles noch machen. Okay, ich gehe mal kurz runter, weil ich nämlich gerne die Geldbörse für den einen noch finden würde. ...45 Minuten haben wir dafür Zeit. Geil. Nice. Oh, nice. Jetzt habe ich die einfach mal gepimpt. Look at this. Cool. Wo ist die Geldbörse? Hier. Zurückgeben, behalten. Zurückgeben. Schön, dass du die Geldbörse gefunden hast. Was machen wir jetzt? Zurückgeben. Warum fragst du mich dreimal? Nur 300 Euro. Der hat mich jetzt dreimal gefragt. Ich glaube, der wollte, dass ich sie klaue, oder? Kann es sein? Toll! Wieso haben wir sie nur zurückgegeben, du Vollidiot? Ich habe dich dreimal gefragt. Du hättest Nein sagen können. So, jetzt machen wir den Vorraum. Das Dach der Welt, Leute. Das Dach der Welt. Ab in den Pool. Ihr seid alle eingeladen. Okay, ist das ein Bild, was ich verkaufen kann? Ist auch Müll?
Kann ich verkaufen? Müll. Alles Müll. Oh, die Pferdestatue kann ich verkaufen. Das ist Müll. Ich mache das hier mal zu. Weil das ist ja nicht der Raum, den wir jetzt machen. Okay. Let's get ready to rumble! Woo! Bam! Tut einen schon immer weh, finde ich, wenn man das hier so abreißt, so ohne jegliche Verluste. Aber es wird ja im Endeffekt, muss es ja so sein. Es wird jetzt ja nur besser. So. Ich freue mich schon aufs Dynamit, Leute. Ich glaube, ihr aber gar nicht, weil ihr werdet sehen, wie unfassbar viel wichtiges Zeug ich in die Luft jagen werde. So, jetzt aber. Okay. Bam. So, dann einmal reinigen. So, die Frage ist, so ein Spa, das muss ja schon richtig nach Spa riechen, wenn man hier reinkommt. Das heißt, es muss elegant aussehen. So. Und das Seil hier mache ich mal weg. Okay. Dann gucken wir mal. Böden. Böden, Böden, Böden. Wir hatten halt unten in der Lobby diese Böden. Deswegen ich am Überlegen bin, ob wir das einfach nicht ähnlich gestalten. Ich mache jetzt einfach mal nach Feeling. Wie ich es schön finden würde. What a feeling. Ah. So Marmor könnte schon sehr nice wirken. Soll ja edel aussehen. Ich finde, wenn Marmor nicht weiß oder dunkel ist, sieht es irgendwie komisch aus. Das sind mal krasse Farben. Muss halt jetzt auch zu dem Ding passen hier, zu dem Blau. Ich traue mich jetzt einfach mal was, ne? So. Hier geht's ja zum anderen. Dann brauchen wir Wände. Ich würde fast sagen, die Wände. Ich würde jetzt gern unten einfach nur meine Wand, die ich hatte, nehmen und die hier wieder als Verkleidung nutzen. Ich hatte da doch so eine Special-Wand unten. War das nicht Wandverkleidung? Was war denn das nochmal unten, was ich in der Lobby hatte? Weil das eigentlich auch ganz cool aussehen könnte. Könnte, nicht müsste. So. Ich spule mal vor, dass ich auch wirklich dann mal sehe, wie es tagsüber aussieht. So, jetzt wird es heller. Das ist gut. Da ist auch wieder ein Spinnennetz. Warum eigentlich nicht? Es ist ja Spa. Und Spa ist einfach Stein und Marmor.
muss dann werden schon richtig gemacht werden hier. So. Geht doch. Okay. Dann einmal rübersaugen hier. Saugen. So. Okay, dann würde ich aber hier... Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das würde mir hier sogar besser gefallen. So. Und dann würde ich das tatsächlich hier... Wo war denn das? Sollen wir das hier weiterführen? Warum eigentlich nicht? Und dann muss hier auf jeden Fall das noch weg. Und hier nochmal hin. So, und dann kann ich hier nochmal staubsaugen. So. Ich glaube aber, dass das Blau hier nicht passt. Oh nein. Ich hasse es. Ich dachte, das macht nur den einen Bereich weg. Oh nö. Kann ich das wieder reversen? Dann geh du doch mal runter. Ich bin hier gerade am Arbeiten, Kollege. Verdammt. Aber vielleicht nehme ich deswegen hier was ganz anderes rein. Crazy. Gibt's auch was Ruhigeres? Oh, das sieht cool aus. Nein! Das Dunklere von beiden, Mensch. So. Das. Weil dann haben wir das ähnlich unten wie in der Lobby wieder. So, das bleibt jetzt so. Nochmal drüber saugen. So. So, brauchen wir noch eine Deckenfarbe. Verdammt. Nee. Was gibt's denn da so? Vielleicht sowas. So. Dann brauchen wir einfach nur einfaches Design. Wir brauchen hier auf jeden Fall mal Stühle. Couchies. Jetzt würde ich auf jeden Fall alles hier hinpacken. Und dann die besseren Sachen, die ich hier habe. Das gefällt mir. I like diese. Ja. Ja, ich will. So, und dann noch da was. Gucken wir, was da gibt. Zwischen auch das Passende dazu. Was ist hier das Passende dazu? Wahrscheinlich. Nee. Was sind das für Stühle? Der sieht doch fluffy aus. Hm. Da noch was in so einer Farbe. So, und dann brauchen wir noch einen schönen Tisch. Couchtisch. Und zwar einen von den schöneren. Das, was so neu reinkam.
Ja, aber in einen anderen Farbton. Dunkles Holz. Dunkel, dunkel, dunkel. Meine Maus ist so überempfindlich eingestellt. Und dann würde ich noch irgendeinen anderen Tisch nehmen. Vielleicht sowas. Und das so in die Ecke stellen kann. Oder vielleicht hier was, was Schönes, wo man was draufstellen kann. Ich lasse mir was einfallen. Ich glaube, das kann cool aussehen. So, und dann brauchen wir einfach nur noch Schränkchen. Und zwar coole. Ein Stück Käse, wie geil. Nee. Nehm lieber doch den, den fand ich ganz cool. Aber in einem anderen Ton. So. Dekoratives Design. Pflanzen. Gibt es hier irgendwas Pflanziges, Cooles, was man hier in die Mitte hinstellen kann, was irgendwas hermacht? Irgend so einen riesen fetten Blumenstrauß fände ich nice. Ich glaube, dann würde ich fast schon eher den da hinstellen. Oder eine Statue wäre auch cool. Ich glaube, ich stelle einfach eine Statue nachher drauf. Irgendwas Spa-mäßiges muss da nachher drauf. Hier würde ich auf jeden Fall Palmen hinstellen. Wo sind die da? Die passt da, glaube ich, gar nicht hin. Ist da nicht hin, verdammt. Aber da müssen hier schöne Pflanzen wenigstens hin. So. Geht doch. Und hier auf die Dinger auch. So. Beautiful. Statuen. Was gibt's denn da nochmal so? Ja, stelle ich da sowas hin. Oh. Ich hätte jetzt gerne. Ah, jetzt. So, stellen wir da eine Statue drauf. Mal gucken, was gibt's denn da so? Kann ich gar nicht. Kann da keine Statue draufstellen. Mensch, Leute. Da machen wir es halt so. So, dass du direkt bedrohlich von etwas angestarrt wirst. Da hat man doch Bock drauf. So, das ist Kunst. So, ich brauche noch ein Bild. Da würde ich fast zwei hinhängen. Da gibt es doch bestimmt auch neue, krasse Bilder. So, dann brauchen wir noch Lampen. Lampen, die würde ich. Da gibt es doch bestimmt auch einiges Cooles Neues, oder? Irgendwas, was man hinstellen kann. Und dann brauchen wir noch Deckenlampen. Und dann noch. Hier muss doch irgendwas Krasses hin. Gucken, was da so gibt. Was ist das? Irgendwas Krasses, sowas. So, und dann noch Spiegel. Da haben wir doch bestimmt auch tolle neue Sachen, oder? Spiegel. Dann wirkt der Raum ein bisschen größer. So, dann
Collect Special Item auf der Terrasse. Und wo? Guten Morgen, ich war schon viel zu lange nicht mehr in dieser schönen Stadt. Ich hoffe, das größte Apartment im obersten Stock ist noch frei. Oh Gott. Bra, mach mich nicht fertig. Wo ist denn das Special Item? There's something odd about this guest. We better make sure to prepare the room to his liking. We don't want to disappoint him. You better use some of the most luxurious furniture here. Okay, luxuriöseste Möbel. Das verbessern. Service Upgrade, die verfügbar. Ach krass. Gelegentlich findest du hier. Ach, da kann man noch eine Bar hinmachen. Geil. Aber wo ist denn das Special? Glänzende Erinnerung auf der Terrasse. Oder ist es vielleicht hier? Wow. Look at this space. Ist hier vielleicht die Terrasse? Terrasse. Nee. This side of the penthouse looks like a challenge. Okay. I'm sure you already have figured out. Ich mach mal kurz die anderen Sachen weg. Als nächstes müssen wir das Penthouse machen. Wir gehen mal kurz zu den Ruhe. Also Terrasse ist doch eigentlich draußen. Collect Special Item. Glänzende Erinnerung. Ich finde es aber nicht. Machen wir erstmal die Leute in Raum 106 fertig. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich werd welk. Boah, das wird mich so nerven. Oh, sie haben sich alle aufgelöst. Das ist ganz normal. So, ich sag ja, mein Hotel ist verflucht. So, ich will jetzt gerne ein Special Item haben. Auf der Terrasse. Und danach als nächste Mission Penthouse VIP. So. Glänzende Erinnerung. Steht da noch irgendwas in meinem Buch dazu? Buchungen, Tipps. Nee. Terrasse. Hier ist die Terrasse auf jeden Fall. Oder liegt es hier irgendwo ganz offensichtlich rum und ich sehe es noch nicht? Oh. Huch. Ist aber doch unschön hier oben. Naja, ich find's nicht. Eine glänzende Erinnerung. Das muss ja dann irgendwie Schmuck sein, oder? Habe ich wahrscheinlich komplett übersehen. Oh, hier ist der Boden noch nicht gemacht. Jetzt würde ich gerne einfach eine Pipette haben, wo ich einfach genau den Ton nehmen kann. Gibt's es? Oder ist der im Pool, diese glänzende Dings? Also wenn ihr wisst, wo diese glänzende Sache ist, dann lasst es mich wissen. Weil dann hole ich mir das in der nächsten Folge. Und dann bin ich wieder ganz offen für all eure Tipps und Tricks. Ah, da glänzt doch was. Ah, ich hab's gefunden. Oh, im Regen und sie hat gar keinen Bock. Willst du mich nicht heiraten? Wow. Das ist so assi. Okay, so ist es die Geschichte, wie der Ring da unten gelandet ist. Oh, der Arme. Sieht so aus, als hätten wir einen weiteren Hinweis zu einer unserer Geschichten gefunden. Ja. Unverschämt. Okay. So, Hotelrang 4, Leute. Als nächstes
Penthouse und dann machen wir das Ganze zu Hotelrang 5. Neue Möbel freigeschaltet und sogar Stufe 5. Geil, ich freue mich, Leute. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich und ich freue mich auch auf weitere Tipps und Tricks.